Ich muss mal ein kurzes Video machen. Wir sind am Ende. Eckbart und ja, hier guck mal. Du hast das alles angezettelt. Nach Mallorca, Skull Bandit, als Drummer und den Namen habe ich inzwischen vergessen, obwohl André. Obwohl ich die ganze Zeit wusste, der André. Das Alkohol aus Menschen macht. Ja, nee, geile Musik, muss man sagen. Geile Musik. Ihr habt den Achim am Mischer gehabt, der wirklich ja Profi ist. Das kam hier rüber im letzten Song nochmal mit Miguel zusammen. Das war ja Gänsehautgefühl gewesen, was ihr darüber gebracht habt. Und willst du eine Wiederholung geben? Ja. Jetzt sag nichts Falsches, ich habe schon den Fuß im Anschlag. Generell sind wir da offen und können wir immer drüber reden. Ja, heute waren es um die 195 Leute waren heute hier, 300 hätten kommen können. Was meinst du, im nächsten Jahr kriegen wir es voll? Ja, wenn wir noch ein paar zusammenkriegen, spricht nichts dagegen. Das sollte klappen. Ja. Was hast du als Alteingesessener? Ich bin völlig überwältigt. Ich habe wirklich viel Konzerterfahrung, aber das war schon ein ganz großes Kino, ja. Waren das White Stripes? Ich auch, ich kenne sie, aber sie hat es permanent gerufen. Ja, oder? was für ein Lied fehlte heute? Du bist im Fernsehen. Ja, auf gar keinen Fall bin ich im Fernsehen. Eckbert, und guck mal, da hinten ist Werner. Ja, genau. Werner, wie war es heute? Fürchterlich zum Aushalten. Wunderbar. Fürchterlich. Ja, aber mal was ganz anderes auf jeden Fall. Ja, nachdem ich der Platzälteste bin, habe ich gesagt, hat man es sehr gut gemacht. Ja. So, ich gehe da drüben nochmal hin. Ja. Komm jetzt auch nochmal dazu. Jawohl. Du hast den Gesang gerockt heute. Ja. Skull Bandit. Der Bass war auch dabei. Den Bass hast du auch gemacht. Ja. Wie war das jetzt mal auf Mallorca, das Ganze so rüberzubringen? Also, das war für uns erstmal eine logistische Mega-Herausforderung mit all dem, was wir hier dabei haben, überhaupt nach Mallorca zu kommen. Ja, der André hat ja seine Schießbude mitgebracht. Ja. Das braucht ja schon ein LKW. Ja, ich muss euch das nochmal zeigen. Das ist Wahnsinn, ja. Also, großes Kino. Viele haben uns für verrückt erklärt. Wir haben es durchgezogen. Für uns ist das der absolute Wahnsinn. Wir haben hier quasi einen Roadtrip mit der Band. Quasi auch ein bisschen so als Teambuilding-Maßnahme und einfach auch als kleinen Urlaub mitgenommen. Es war wahnsinnig geil. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir proben sowieso oft genug, um gemeinsam so jegliche Location zu rocken. Es gab ja heute Abend zum Schluss noch mal so einen richtigen Gänsehautmoment mit Miguel zusammen. Also da muss ich sagen, das sind mir also wirklich Erpelparker bekommen. Der hat das ja früher noch nie mit euch zusammen. Das war heute das erste Mal, dass er so mit euch zusammen gesungen hat. Wir haben es nicht mal mehr am Soundcheck geübt. Wir haben einfach nur gedacht, ja, er kennt den Song so ein bisschen. Und wir hatten gestern eine super gute Zeit. Wir haben zusammen Abend gegessen und sind uns halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir halt gemeint, ja komm, lass uns doch gemeinsam den Abend beenden. Wenn wir den schon mit ihm anfangen, dann beenden wir ihn auch gemeinsam. Ja, also mega geworden. Also guck mal, ein Pumuckl ist auch dabei hier übrigens. Ja. Guck mal, da ist er. Guck da so. André, gerade über die Logistik gesprochen. Wie hast du deine Schießbude hier rüber gekriegt? Ja, wir haben einen Transporter und haben die Sitzbänke oder eine Sitzbank rausgemacht und dann haben wir alles so mit Mühe und Not haben wir's reinbekommen. Das heißt, wenn du sonst unterwegs bist, hast du wirklich dieses Equipment immer dabei? Ja. Wie macht man das, dass man zwei Bassdrums gleichzeitig da bedient? Zeige ich dir morgen. Üben. Es war mal mega. Ich habe auch gerade gesagt, dass mit dem Miguel zusammen war der Hammer heute nochmal zum Schluss. Und für mich hätte das noch eine Stunde länger gehen können. Freut mich. Dann war es sehr kurzweilig. Ja, mega was. Absolut genial. Also alle haben gesagt, die reingegangen sind oder rausgekommen sind und haben gesagt, die haben noch nie so ein geiles Konzert hier auf Mallorca erlebt. Schön, freut uns. Vielleicht gibt es eine Wiederholung. Auf jeden Fall wieder. Und wer mehr wissen will, Musikvideo von euch ist ja gerade online. Alles auf YouTube online. Skull Bandit YouTube eingeben und das Video gerne anschauen. Und wenn es gefällt, auch gerne liken. Auf jeden Fall. Ja.
danke, dass du nach Mallorca gekommen bist und danke, dass du das Projekt angegangen bist. Allen, die da waren, und ich würde es schön finden, wenn wir es nächstes Jahr wiederholen könnten. Ja. Finde ich auch. Und ich glaube, dann kommen noch mehr. Die nicht da waren, haben es verpasst. Super. Alles klar. Hasta pronto. Hola, Miguel. Hola. Miguel, you are one of our singers here in Mallorca. Yeah. Everyone know you. And today they singing with Skol Bennett in the final. How was it for you? How was it for you? The moment, the last, yes, when you sing with them together. It was amazing. They are really good guys. And for me, it's a pleasure to play with them. And it has been totally cool. And I happy to be here. When they will come next year, maybe. Maybe, I would like, I really would like. So, today you play at first some songs. I know you from Palma. You're often in Palma playing music. To see this this constitution together, work together in the music. Do you think it's a project for the future to make shows like this? Yes, of course. Now we were talking about maybe the next time it's possible we fly to Germany. We repeat the show and we start to make things together. Thank you, Miguel. Encantado. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Guckt euch mal an, da ist Achim mit seinem Mischer. Achim hat das heute so souverän wie nur irgendwie gemacht und so professionell wie möglich. Alle haben sie gesagt, so ein geiler Sound, eine geile Band. Mehr geht nicht. Aber du bist ja Profi. Der André hat gesagt, ich will unbedingt den Achim haben. Warum hat er das gesagt? Weil ich mit vielen Bands arbeite. Wie Avantasia, wie Hammerfall, YNT, The Hooters. Udo mache ich jetzt demnächst. Dirk Schneider. Ja. Den ganzen Metal-Kram. Halloween oder? Halloween habe ich nicht gemacht, da war ich im Vorprogramm. Das macht ein Kollege von mir. Ja. Aber jetzt noch in so einem kleinen Rahmen, das ist ja für dich so eine kleine Nummer gewesen. Wie ist das? Nee, es ist ja wieder back to the roots, wie man es früher angefangen hat. Ich habe halt PA aufgebaut, ich habe halt mikrofoniert. Normalerweise gibt es bei mir meinen Shows, ist alles fertig. Ich komme hin, ein Mischpult steht da, dann wird Soundcheck gemacht, dann war es das. Einfach back to the roots und es war wieder toll. Also hast du deine Mikrofone gesetzt. Wie macht man das an so einem riesen Schlagzeug? Da sind ja einiges an Mikrofonen dran. Alles einzeln mikrofoniert, Bassdrum, Snare, Hi-Hat, Toms, Ride, Overheads, alles einzeln. Und die kommen dann hier an und hier ein bisschen dann gemischt, zusammengemischt quasi. Mhm. Und dann mit ein bisschen Tricks aufgewärmt, damit es nicht knallt. Mhm. War auf jeden Fall eine mega Show. Zum Schluss nochmal, da gab es ja so einen Gänsehautmoment auch mit Miguel nochmal zusammen, der ja vorher noch nie mit denen gesungen hat. Ist das für dich so eine besondere Herausforderung dann? Nee, im Endeffekt waren die Mikros ja da. Man muss bloß ein bisschen jetzt wieder ihn einbetten in den Mix vom Rest von der Band. Das war super cool, sehr guter Sänger. Gut. Okay. Nächster Gig, wo du mit unterwegs bist? Ich mache jetzt Hammerfall mit Powerwolf ab 3. November. Und wo touren die dann rum? Europa. Es geht los in Hamburg und hört auf in Prag. Und da bist du die ganze Zeit dabei? Die ganze Zeit, mal 3 Wochen. Haben wir ja Glück gehabt, dass du jetzt für den kurzen Gig nach Mallorca gekommen bist. Danach musste ich im anderen Show absagen, danach gehe ich nach Südamerika mit Dirk Schneider, mit Udo. Und da habe ich jetzt keine andere Seite Show nicht machen, weil der einen Show noch spielt. Aber nochmal, wie gesagt, großes Lob auch von allen. Das ist mega, was du da gezaubert hast. Ja, so, das war's mal. Ein ganz, ganz kurzes Video zum Konzert Skol Bennett mit André. Mensch, hab fast den Namen vergessen am Anfang. Und einer mega geilen Show. Also alle, die es verpasst haben, die haben wirklich was verpasst. Das war Hammer. Wir haben hier so viele Gänsehautmomente gehabt und das mit Rock. Hard Rock kann man sich kaum vorstellen. Und das hier im La Rancho Romana. Ich gehe mal mit euch nach draußen. Denn eigentlich ist das im Outback von Pagera, wie man so schön heißt, eine Bar, ein Gastronomiebetrieb von Werner betrieben. Den habt ihr ja auch schon gesehen. Der macht übrigens demnächst auch das Oktoberfest. Plakat hängt denn da schon. Und hier draußen ist eigentlich dann so eine kleine Pferderanch. Also ich bin jetzt auf dem
Parkplatz und wenn wir uns umdrehen, da können wir jetzt gerade nichts sehen, aber da hinten, da ist die Ranch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend noch oder einen schönen guten Morgen, wenn ihr das seht. Und ja, schreibt mal was in die Kommis, was ihr dazu sagt. Also wir haben hier wirklich was wirklich Tolles erlebt. Also alle, die hier waren, haben gesagt, sowas haben wir auf Mallorca noch nicht erlebt. In so einer geilen Qualität und auch von der Musik her. Und das Schöne war eben halt, dass das Ganze eben halt nicht nur eine Band ist, die aus Deutschland mal eben rübergekommen ist, sondern dass eben halt auch Miguel zum Beispiel da mit dabei war. Also nach sowas sehne ich mich hier, nach diesem Multikulti, wo alle dabei sind. Ihr könnt ja mal was in die Kommis schreiben, was ihr dazu sagt. Also euch eine schöne gute Nacht und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, euer Michael.